Okay, Leute, weiter geht die Reise durch alte Gebiete. Ja, Gongaga-Region, Cisne, ach, da steht sie schon direkt. Schön. Die Quest und das war's. Also, keine Ahnung, mehr muss ich nicht machen, glaube ich. Kann man überlegen. Sorry, dass ich immer wieder mal auf die Map gucke, aber ich muss mich ja immer wieder vergewissern. Kosmoregion. Kosmoregion hatte die Rennen. Logischerweise. Die Flugparcours, aber abgesehen davon glaube ich nicht. Ach nee, stimmt. Da, oh nein, da sind ja. Oh nein. Da sind ja die Gambit-Minispiele auf Hard. Ja, gut. Das heißt, die muss ich auf jeden Fall machen. Na gut, wir haben noch Quests erstmal, ne? Haben wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen was zu tun. Also beim nächsten Mal. Dieses Mal, weil die Quest wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass die Rennen, also ich nenne es mal Rennen, die Flug-Herausforderung hier nicht nochmal irgendwie. Was ist das denn hier? Gambit-Schlacht. Ach so, ja, logischerweise. Hä? Moment, hä? Weltbericht. Hä? Ja genau, Protosubstanz fehlt ja noch, aber warum? Hä? Protosubstanz und hier ist aber nochmal Gambit-Schlacht? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Aber die liegen ja immer irgendwie nah beieinander, ne? Okay. Ja gut, vielleicht ist hier das die eigentliche Schlacht und hier ist dann quasi das Relikt, so im Sinne von, da war halt der Punkt, wo man zuerst hin musste und dann da halt nochmal hinlaufen. Weird. Naja gut, dann machen wir beim nächsten Mal, da werde ich dann auch wieder Videos benutzen. Hi. On patrol. Got a slightly troubling report. But not troubling enough to let us go with her. I'm captain. It just makes sense for me to go. Yeah, but not by yourself. We're talking in circles. If I may, as you can tell by looking at him, Cloud here has a lot of experience taking care of trouble. So, why don't you send him on patrol instead? Don't worry, I'll go. Give you time to talk things over. What do you think? Hmm. Don't forget to try some of our okay then, if you've got time to spare. Recently, folks have spotted some foul-looking fiends outside the village. I want you to head to the observation tower. Take a look around. See if you notice anything suspicious. Just leave it to him. Feldstecher. Man nennt das auch Fernglas, so wie es aussieht. Aussicht vom Wachturm. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt hier auch den letzten Gegner, ne, der auch noch fehlt für den Chatle-Simulator. Ich habe gerade überlegt, wie wir das eigentlich machen. Ich glaube, wenn ich hier fertig bin mit einer Region, dann werde ich einfach mal Chatle-Simulator machen, außer dann halt Coral, weil das wird ja noch fehlen wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, wo die ganzen Gegner noch herkommen sollen. Vielleicht hängt es auch mit dem Gold Saucer zusammen oder so. Irgendwie im Kampf-Simulator oder das kann halt sein. Also im Battle Square so. Kann halt sein, dass es vielleicht damit zusammenhängt. War ich hier jemals oben drauf? Keine Ahnung. Aber ja, das wird ihn dann einfach später machen. Ich will möglichst viel halt schaffen, bevor ich dann zum Gold Saucer gehe. Für den Fall, dass es da irgendwelche Point of No Returns gibt, aber. Ich meine, es gibt ja auch, wenn ich gerade überlege, es gibt ja allein diese Sidequest hier, wo Aerith ja auch irgendwie jetzt da ist. Also von daher. Der Punkt ab da, wo Aerith dann erstmal verschwindet, wird dann wahrscheinlich auch der Punkt sein, wo ich gar nicht mehr in die Open World zurück kann, denke ich mal. Erst dann, wenn ich wieder durch bin mit dem Spiel, und dann wird es wahrscheinlich wie aus Zauberhand einfach wieder zurückkehren. Okay. Activity over there. Let's go. War direkt am Turm da, oder? Naja, mehr oder weniger. Heya! Hello! Oh, Chocobo. Kommen wir ein bisschen schneller hin, I guess. Also der Chocobo trollt mich jetzt. Das Chocobo, der Chocobo. Die Chocobo. Da 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 da. Oh nein, oh doch, warte mal, genau die will ich besiegen, ne? Na dann. Bin ich eigentlich gewappnet so? Schon so, ne? Was mir gerade mal einfällt, wenn wir hier schon kämpfen, ne? Ich drücke immer falsche Tasten. Dann sollte ich jetzt mal Kate Sith ins Team holen. Ich mag ihn nicht, werde ihn auch nie mögen. Also auch Kampfmitglieder, Gruppenmitglieder wechseln, so.
Aber er muss einfach noch zwei fucking Waffen halt einfach machen. Ich tausche mal so aus. Wird schon gehen mit dem Heal. Tifa hat ja auch ein bisschen was. Gucken wir mal. Was musst du denn lernen hier überhaupt? Glücksgöttin. Ruf die Göttin des Glücks herbei, die eine Zahl, die eine Zeit lang die Rate erhöht, mit der alle Gefährten kritisch Treffer landen. Okay. Hallöchen, habt ihr gesehen, wie die gerade aussah? Fähigkeitsbonus erhalten. Ey, nochmal anwende wird wahrscheinlich nicht viel bringen, ne? Doch, einfach jedes Mal Geschicklichkeitsbonus. Sehr lame. Glaube ich die schon mal ein bisschen, würde ich sagen. Stop blocking. Ich werde mit Kates jetzt nicht warm. Ah, ich weiß, dass ich mit dem trotzdem noch irgendwelche harten Kämpfe machen muss. Gar keinen Bock, Bruder. Ich hab den gelernt. Okay. Schön. Ich mag's, wenn es schnell geht. Ah. Fangen wir mal richtig an hier. Die hatten wir alle schon mal, ne? Wir hatten eben die Meldung von wegen irgendwie Gegner in der Konga-Region erreicht, glaube ich. Autsch. Ja, doch, ist etwas kritisch. Hm. Erstmal auf mich. Dann einfach nochmal einen Gegenstand. Wir haben ja auf jeden Fall ein paar Megatränke, ne? Auf Cloud und Kessel ist mir egal. Der kann verrecken. Nein, ich gebe ihn natürlich auch rein. Aber nicht alles auf einmal austrinken. Aber ich spiele gerade auch nicht besonders klug. Ich sag's, wie es ist. Eieiei. Ah, yeah. Warte mal, Kates hat er auch, glaube ich. Ja, genau, hat er auch. Heilmagie. Aua. Du hast mein Dings geklaut. Okay, wer... Kette ist kampfunfähig. Oh, wow. Zählte nicht. Sehr bescheuert. Das ist dumm, was ich gerade gemacht habe. Wobei, geht so. Oh, ich bin auch gleich tot. Ich habe auch Vita. Wo hab ich den Vita her? Okay. Wo hab ich den Vita her? So, okay. Gerade noch so geschafft, ey. Holy shit. Oh, ich hasse Kates, ey. Er ist so fucking useless. Ja, wahrscheinlich ist er nicht. Wahrscheinlich ist es so geheim einfach so der stärkste Charakter mit Abstand, aber ich komme nicht klar. Okay, ich komme nicht klar. So, Gyalalalahorn haben wir und das ist direkt das nächste hier. Echo-Megafon. Ach, das ist wirklich eins, was ich vor Ewigkeiten schon scheinbar verpasst habe. China mit Minen schocken. Okay. Ja, passt schon irgendwie. Spende Heilung. Hat er überhaupt noch hier jetzt? Hoppala. Na, Alter. Alter. Ja, hat er.
Na, zweimal Mogri-Köder, schön. Keine Ahnung, ich ändere das ja eh gleich wieder. Was weiß ich. Wieder auf den Turm, ja. Bum, bum, bum. La, bieb, bieb, boop, boop. Schneller, Cloud. Ich kletter wirklich ein bisschen schneller, wenn ich die Renntaste drücke. Trotzdem viel zu langsam für meinen Geschmack. So, mehr komische Aktivitäten. Mhm. Ich denke, ich habe etwas gesehen. Lass es checken. Ich würde aber gerne einmal. Oh, ist der Mokri-Laden. Komm, bevor ich es vergesse. Ich will mal ein bisschen kaufen hier. Ja. Wenn ich überhaupt kann. 35 habe ich. Ja, moin. Ja, das reicht auf jeden Fall. Geilo. Ups. Ja, alle anderen habe ich, nur alle Bücher, die wichtig sind. Hm. Materialismus. Ganz ehrlich, ich kaufe das jetzt einmal. Dann ist er zufrieden. Oh. Hm. Ja, passt schon. Elixier wäre ja auch ganz geil gewesen. Naja. Mal kurz was gucken. Habe ich jetzt eigentlich. Ich bin ein bisschen schockiert, ob ich Heilung habe. Habe ich das immer noch von Aerith geklaut? Ja, tatsächlich. Okay. Ich habe immer noch ihr Heal. Flop. So, schon besser. Ich glaube, das war das Einzige, was jetzt noch getauscht werden musste, ne? Versiegelung, Elementaraffinität. Starke Kombination auf jeden Fall. Naja, egal. Geht ja nur ums Heil, ums Heilen, ums Leveln so ein bisschen, ne? Hm. Du musst mal die Minispiele nochmal machen. Ugh. So. Kurz mal mich schlafen legen hier. Ist für uns alle das Beste. Ich bin gerade dem Questmarker gefolgt. Entschuldigung. Wo ruhe ich mich jetzt aus? Hier irgendwo, ne? Ach ja, es war das letzte Mal, als die Story interessant war, als Tifa am Lebensstrom war. Das stimmt nicht, Nibelheim. Tippe und Impe gehö. Dann können wir ja weitermachen. Halt, Tiffa. So wie der an der Tür wartet. Ja, ich verstehe schon. Mhm. Okay, ja. Nächster Questmarker, bitte. Da. Ja, war schon am klügsten, ne? Von hier aus. Kommt der da hoch? Kommt schon, schaffst du. Sehr schön. Ach, da. Sieh im Dunkel. Ach so. Das war die Meldung vorhin. Entschuldigung. So. Was ist das irgendwie hier? Minen legen, so, ne? Mobby-Mine. Alter, direkt voll hier.
okay. Macht einfach Schock anfällig. Komm schon. Fähigkeitsbonus, sehr schön. Okay, die Minen sind gar nicht mal so scheiße. Oh, boff. Warte. Ach, come on. Also dumme Quest, der immer wieder hin und her porten. Naja. Hätten auch ruhig mal den Teleportpunkt oben machen können, dass ich nicht jedes Mal wieder hier fucking hochklettern muss. Dummes Quest-Design. Aber schön, dass ich jetzt oben rechts endlich meine Map habe und nicht mehr dieses Radar, ne? Warum kann ich das denn nicht on the fly ändern? Bei Remake konnte man es on the fly ändern. Mit L2, glaube ich. Konntest du quasi hin und her schalten zwischen Radar und dem. Warum geht das jetzt nicht mehr? Warum ist das eine Option, die ich erstmal finden muss, dass sie überhaupt existiert? Weil Map ist immer besser als komisches Radar, finde ich. Ich hasse Radar. Fucking Skyrim. Das ist alles Skyrim schuld. Okay, vielleicht auch. Vielleicht gab es auch schon vorher bei Elder Scrolls, ich habe keine Ahnung. Hatte ich auch in anderen Spielen, aber ich assoziiere so ein Radar immer mit Skyrim. Ich denke mir halt so. Nee. Auf der Map sehe ich im Endeffekt genau auf die gleiche Art und Weise, in welche Richtung eine Quest ist. Sehe aber im Zweifel halt anhand des Bilds oben rechts am Terrain so, okay, da kann ich langklettern, da kann ich nicht, hier so rum. Und das sehe ich beim Radar halt nicht. Von daher ist eine Map eigentlich immer vorteilhafter. Ich habe den blauen Punkt gerade gefolgt, das war ein Fehler. Der blaue Punkt ist nämlich die Hauptquest, ich dödel. Also, wo ist es? Ist wieder da. Wollt ihr mich verarschen? Aber jetzt war es ein verdächtiger Schatten oder ein bedrohlicher Schatten oder so, also wird das das letzte jetzt sein. Okay. Du bist der letzte Gegner. Habe ich recht? 20 Gegner-Erinnerung registriert. Hätte ich mal heilen können vorher. Ups. Oh, ich hasse es, dass ich nicht ausweichen kann mit dem. Karpfenkröte. Fühl mich auch. Vielleicht sollte ich es jetzt nicht unbedingt bei dem machen hier. On the other hand. Warum nicht? Kate ist gleich tot. Mein Beileid. Einfach bam, 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 bam. Zusetzen. Hält mir. Können wir auch mal scannen natürlich, ne? Ich glaube, der wollte mich gerade fressen. Warte mal. Heil mich mal bitte. Bevor ich hier gleich den Geist aufgebe. Ich möchte ihn gerne schocken. Soll ich die Schockleistung noch ein bisschen? Okay, komm. Mokrimine. Und nochmal eine Mokrimine. Okay, gelernt. Sehr schön. Bam, bam. Bam. Bams. Bams. So, ein Hakentritte und er ist weg vom Fenster. Okay, sogar vorher. Natürlich warst du hier die ganze Zeit. Crisis Core Musik. Yeah, well. View from the outlook was pretty nice, huh? I like to relax there. Plus, it's easy to spot people coming our way well in advance. Wait, are you expecting someone? I've got a lot of questions I've been meaning to ask you, you know. That's so. Fine.
but I don't have all day. You get one question, and one question only. Na, 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 na. Auf wen wartest du? Was soll in dieser Andeutung von dir? Hat auch Zeit bis später. Wer bist du in Wirklichkeit? Das wissen wir, das muss ich nicht fragen. Auf wen wartest du? Vermutlich Zack. Was soll in dieser Andeutung von dir? War dieses One Question nicht auch mal eine Sache in Crisis Core? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber irgendwie fühlt es sich so an, als ob sie das schon mal so gesagt hätte. Ach, Crisis Core. Ich mag Crisis Core. Ich hab's lieb. Es ist so ein bisschen so... So das Mittelkind, ne? Es ist ein bisschen scheiße, aber ich hab's trotzdem lieb. Nein. Ich mach das. Not sure I follow. You say you think I'm hiding something? I say you're reading too much into nothing. You knew who I was when we showed up. It was written all over your face. Cloud does have a sixth sense about this kind of thing. And honestly, I got that feeling too. Something's up. Oh, fine. You caught me, Cloud. You and I have met before. All right. When and where? Now, now. Only one question. I'm afraid you're gonna have to remember Natürlich. Those details be crushed if you can't manage. Wäre ja auch so einfach, wenn sie sagen würde, wer er ist und dass er vielleicht gar nicht der ist, der denkt zu sein, scheint Dingsbums, halber Spoiler von mir, sorry. Got anything to say, Cloud? You can try again later. Anyway, this world of ours is about to change. That's not my gut talking. The writing's been on the wall for a while now. And there's nothing we can do to stop what's coming. I bet you could, if anyone. That's sweet. You know, I think I see it now. What he saw in you. Yeah. Das ist immer wieder Trash. Yeah, what? Yeah? Yeah? And on that note, let's head back. Tja, wen sie wohl meinte. Bap, 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 bap. Kann ich noch eine Frage stellen? Don't be. I'm capable of handling the fiends around here. On second thought, I think I'll take a moment. You worried about me? Okay, mehr sagt sie nicht. I'm capable of handling the fiends around here. Ich finde ja wirklich den Crisis Core Soundtrack, der ist echt schön. Also, der ist super. Hat auch ein paar Metal-Lieder. Ah, keine Ahnung, der ist so. Also, es ist eigentlich auch ein bisschen manipulativ, ne? So dieses, die wussten ja ganz bewusst diesen scheiß Crisis Core Soundtrack, um genau diese ganzen Gefühle wieder aufkommen zu lassen, die man in Crisis Core hatte, mit den Dingen, die da passiert sind, ne? Gerade gegen Ende. Und dass dieser Soundtrack sofort so bei Leuten, oh nein, der Pain kommt wieder hoch. Es ist manipulativ, aber es funktioniert halt, ne? Also, warum nicht? Also, 23 Minuten. Ja, dann sind wir fertig hier, ne? Mehr Quests haben wir nicht bekommen, denke ich. Ich gehe jetzt, glaube ich, da nochmal hier hin, um zu pennen. Hey, das ist mir jetzt nochmal was zu sagen. Wenn sie überhaupt irgendwo ist. Ich finde es cool, dass Disney jetzt hier war, dass auch sie nicht so ganz vergessen wurde, sage ich einfach mal. Weil es sind natürlich immer so ein bisschen die Sachen, die man sich fragt, wenn dann irgendwelche Prequels erscheinen, wo dann neue Charaktere auftauchen, die nicht sterben. Und man sich fragt so, was ist mit denen dann eigentlich im Hauptspiel? Warum sind die da dann einfach nicht? Aber ja, dass sie sich in Gongaga hier niedergelassen hat. Ergibt irgendwie Sinn. Okay, schlafen wollte ich, genau. Was irgendwie, war schon mal eine Tür? Ah ja, guck mal da also. Hi. I hope you're able to get some R&R while you're here. Ehre und Ehre. As a member of the GYC, I'll do all I can for this village and the jungle. Glaubt ihr denn mal zwei Voice Lines, oder? I hope you're able to get some R&R while you're here. R&R. Rest and Rarara. R&B. R&B. B&B. B&B. Bed and Breakfast. Er und er. Also Rest and Reis. Es gibt Reis, Baby. So.
Tifa, warum wartest du immer so an meiner Tür? Was willst du von mir? Das erfahren wir im nächsten Spiel. Okay, cool. Gongaga fertig. Zu 100% sage ich jetzt einfach mal. Ganz gewagt, ich werde diese Aussage bereuen. Dann gehen wir jetzt mal nach Cosmo, ne? Ja, machen wir erstmal die Quest, würde ich sagen. Weil irgendwie Gambit da muss ich jetzt ein Video raussuchen. Ich habe nämlich keine Lust, das alleine zu machen. Nope, habe ich nicht. Wo ist der Portpunkt? Da oben. Ja, da links. Ne, 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 ne. Ach ja, gibt ja Schnellreise-Dinger. Welcome to Cosmo Canyon. Ich habe noch einen Blackscreen. Warte. Gleich. Friends of Nanaki. Ich bin eine eigene Person. Bin ich nur der Freund von jemandem? Dem, 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 dem. Dem, dem. Ich weiß, es kam gerade überhaupt gar nicht, aber mir egal. Bugenhagen wieder? Nein, danke. Zum Glück nicht. Ja, da ist noch eine Lücke, ne? Da ist noch Platz für eine Quest. Boah, wenn ich auch einmal Bugenhagen erleben muss. Ich kotze im Schrank. Nein, Bugenhagen ist fein, aber gerade ein bisschen. Bisschen zu viel habe ich ihn gesehen. Hm. Genauso ein Punkt, wo ich nie war. Auch spannend. Bam, 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 ba-da-da, da-da-da-da. Ja. Ich habe eine wunderschöne Stimme, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Aha, das gehört dazu, okay. Und bist du eine Person, die man kennt? Ja. Who's this? Oh, this is Tijia. He was Avalanche HQ's, guy on the ground? Informant? Right. And these are my helpless yet lovable minions. It really is a small world. Hmm? You say something? Nope. Just glad you're okay. Hmm. Ja, der war auf jeden Fall aus dem DLC, aber ich habe nicht mehr so ganz in Erinnerung, wann, wo, wie. I'll be honest. First caught wind of Shinra's plan to drop the Sector 7 plate, I was pretty skeptical. But after you and I parted ways, I told HQ about everything I'd heard, and went around making sure my friends got out in time. And most of them did, but not all. So many lives I could have saved. I'll never forget the sight of the plate crashing down. Gonna haunt me forever. Dio and them? We were on the run together after we fled Midgar. They decided to stay in Cosmo Canyon. Said they wanted to brush up on their planetology. Though, I don't know how well that'll go for him. All three seems pretty down. I hope they're okay. I take it you two to Colonel Lodbrok's speech. Makes me proud to see folks finally banding together against that piece of shit company. Wutai is gonna be at the heart of this fight, and I'm ready to risk it all to make sure we win. Über nichts. Actually, since fate has deigned to bring us back together, mind if I ask a favor? You see, I ran afoul of this big old fiend. I put the pedal to the metal trying to escape, and well, now I'm paying the price. Pretty sure the sucker's still around here somewhere. Mind smoking him out and taking him down? A favor, huh? I suppose I could be persuaded, seeing as we are friends. But don't expect me to lift a finger for free. Just name your price. And you've got yourself a deal. So how do we find this thing? When it's not hunting, it's hiding. So it might be underground. But it should be easy to track down with one of those vibration detectors the Moogles sell at their shop. Ah, das haben wir schon. Okay, Beschwingungsdetektor erfasst Vibrationen von in der Erde verborgenen Ungeheuern. Je stärker die Erschütterung unter der Erde, desto näher ist der Gegner und desto kleiner wird der Balken des Detektors. Näherst du dich dem Gegner genug, färbt sich der Schwingungskreis um dich herum blau. Entfernst du dich
färbt er sich rot. Nähere dich deinem Gegner mehrere Mal in Folge, um ihn an die Oberfläche zu loggen. Okay. Ja, Abschaffung des Detektors haben wir, haben wir, haben wir. So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Ah, das Rote geht jetzt immer weiter nach unten. Hä? Hä? Nein? Nein, ich verstehe es nicht. So ehrlich möchte ich sein. Ah, du näherst dich der Kreatur. I guess. Nimmt das Blaue denn überhand hier? Ihr seid mir egal eigentlich. Okay, okay, okay. Ich folge einfach weiter in der Richtung. Hä? Hey. Hat er den weggepackt? Dödel. Ja, okay, das Blaue nimmt auf jeden Fall überhand, okay. Und das sind so regelmäßige Erinnerungen, ich bin auf jeden Fall richtig. Ja, das Rote ist fast weg. Hallöchen. Machen wir den Umweg für die Bushaltestelle mal eben. Worum er die sich verbergen mag. Na komm, ist okay. Du entfernst dich von der Kreatur. Ist okay, ist okay, ist okay. Ja, ich weiß, ist okay, ist okay. Aber wo muss er die Stelle? Oh. Bin doch zu weit gelaufen. Oh! Achso, mir fällt gerade noch was ein. Mir fällt was ein. Falsch. Nämlich, dass ich mal zwei Sachen tun muss. Nämlich zum einen Caitlyn wieder die andere Waffe geben. Die bessere. Und ihn jetzt aus dem Team schmeißen. Ach. Eigentlich kann man... Ach, Mann, irgendwie ist das mein Lieblingsteam halt einfach. Ne? Ich meine, man könnte auch mal wieder wen anders reinnehmen, so. Ja, machen alle keinen Spaß. Wobei, Yuffie macht ein bisschen Spaß. Komm, wir machen es mal so. Oder? Komm, wir machen mal komplett was anderes. Der hat ja auch ein bisschen Heal. Jetzt für so einfache Kämpfe erstmal reicht es vielleicht, die wir vielleicht haben. Vielleicht, vielleicht. Okay. Bum, bum. Wo geht es lang, Mann? Ja, ich glaube, ich entferne mich wieder, ne? Ja. Bla, bla, bla. Bla, bla. Passt es. Packst das Ding bitte wieder aus. Oh, jetzt sind wir aber ganz nah hier. Der Balken ist richtig kurz. Also der wird auch kürzer, wenn wir umso näher wir dran sind. Da wäre so gut Krickel dran. Okay. Ja, immer noch richtig. Bin aber wirklich ganz nah dran, du. Ach, scheiße. Kamera, mach nicht diesen. Oh, Junge, okay. Die Kreatur rührt sich ganz tief im Boden. Folge weiter, um sie nach oben zu locken. Achso, ugh. Mehr ma. Ugh, okay.
Ja, ich gehe in die falsche Richtung auf jeden Fall. Glaube ich. Das ist ja nervig. Bestimmt dreimal. Bei meinem Glück. Das ist auch, glaube ich, falsch, oder? Ich kann es nicht so richtig beurteilen. Oder so richtig erkennen, um ehrlich zu sein. Habe ich irgendwie... Ne, der Questmarker ist wirklich nur da, wo der Dude mal stand, ne? Bin von der Quest noch nicht ganz überzeugt. Weiß nicht, ob wir die jetzt heute noch schaffen. La 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 la. Aber im nächsten Mal. Und dann auch schön Gambit-Scheiße auf hart. Aber dann haben wir, glaube ich, so den schlimmsten Kram auf jeden Fall hinter uns. So die... Also klar, Gold Sorcerer ist noch einiges, was mir auch ein bisschen Respekt einbläut. Aber zumindest, ja, das ist jetzt wieder scheiße, glaube ich, oder? Der Balken wird wieder länger. Gehen wir lieber hier lang. Ja, aber klar. Aber abgesehen davon haben wir dann so die schlimmsten Sachen hinter uns. Und Nibelheim ist ja dann auch nichts mehr eigentlich. Ein bisschen Quests vielleicht, aber nichts Minigame-artiges. Dann können wir den Gold Saucer. Wie jetzt falsche. Hä? Warte mal, das kann ja irgendwie nicht sein. Wie wäre es, wenn man sich einfach mal irgendwie irgendwo random hinportet und man dann von da aus schaut, so? Wo war ich denn eben eigentlich? Irgendwie hier, ne? Und dann war Essig. Geht's einfach mal random so hin? Ja, toll. Ha, guck! Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, der Balken wäre super kurz. Ja, ich will auch eigentlich überhaupt nicht hier oben sein, so. Ich würde gerne runter. Sei denn, nicht geht. Ich hasse alles auf der Welt, Mann. Beobachtungsposten für Lebensquelle 4. Das war meine Side-Quest. Pack dein Ding aus. Achso, ich muss drücken. Ich bin absolut nicht überzeugt. Sag's, wie es ist. Okay, gut. Oh. Okay. Der schlägt auch ganz schön häufig aus gerade. Ich zieh durch. Ich laufe so lange, bis es nicht mehr Pling macht. Pling! Wann nächste Trophäe? Tja, das wird noch ein bisschen dauern. Im Gold Saucer auf jeden Fall. Ach, der Gold Saucer. Ich bin mal wirklich gespannt, die ganzen Minigames da. Da wird auf jeden Fall einige Zeit auf jeden Fall nochmal investiert. Aber dann haben wir, glaube ich, wirklich so... Dann haben wir, glaube ich, wirklich alles geschafft und können dann eigentlich ganz entspannt das Spiel durchspielen. Aber wie gesagt, bevor dann ein Point of No Return kommt, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass wir da nochmal eine Meldung bekommen. So von wegen, hey, ne, unerledigte Aufgaben, macht bitte jetzt noch. Und dann werden wir das auch nutzen und alles fertig machen, was noch so fehlt. Dann werde ich auch mit Johnny auf jeden Fall mir nochmal eine Liste, ne, anfertigen. Abhaken, was wir alles haben, was noch fehlt, was ich davon jetzt machen kann und was dann vielleicht erst später. Genau. So wird es sein.
La 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 la. So, wir sind ganz nah auf jeden Fall. Das irritiert mich jetzt aber schon ein bisschen, muss ich sagen. Okay, in eine andere Richtung. Irgendwo da hinten in der Fläche jetzt. La 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 la. Wir sind ganz nah. Come on. Where are you? Okay, komm. Ja, okay. Nee? Na, danke schön. Oh. Doch, jetzt schon. Okay. Ach nee, sind andere Wesen erschienen. Also, okay. Ein Golem. Wow. Whatever. Sehe ich auch immer noch, dass ich noch einen Gegner in der Grasland-Region halt fertig machen muss, ne? Wie auch immer ich das anstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, dann bin ich wieder ganz weit weg vermutlich. Wir können ja mal raten. So, wir können einfach mal auf gut Glück. Wo ist sie jetzt? Das erste Mal, wo war sie das erste Mal? Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt, sie ist hier unten. Pack aus. Nee. Wobei, ganz oben könnte es auch noch sein, oder? Oder war das vorhin hier? Ich weiß es nicht. Die Navigation hier ist halt Arsch, weil einfach ich überall mit dem scheiß Chocobo halt auf irgendwelche Plattformen lande. Das ist halt auch immer scheiße. So, ich werde nur runden. Bonk. Geh nach unten, habe ich gesagt. Danke. Ich kann nicht mehr. Okay, egal. Scheiß drauf, dann laufe ich jetzt. Ah ja, die letzte Station werden wir jetzt wohl nicht mehr erreichen, denke ich. Ich näher mich der Kreatur. Toll. Sehr herrlich. At this point kann ich... Was? Das war, glaube ich, nur, weil ich mich gerade genau in der Sekunde kurz umgedreht habe. So halb. Ja, okay. Also, ich wollte gerade sagen, at this point kann ich mich ja nur der Kreatur nähern, so. Wenn in der Ecke nicht ist, ne? Bam, 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 bam. Ah, vielleicht schaffen wir es ja noch. Wobei, es sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ich wollte gerade sagen, so die Route nochmal zu finden. Oh doch, wir nähern uns echt gut. Vielleicht schaffen wir es doch noch fix. Ui, das war knapp. Oh ja, ich bin ganz nah dran schon. Es ist rot, glaube ich, wieder, oder? Nee, doch nicht. Ja gut, ne? Es ist wahrscheinlich die letzte Begegnung. Wird das hier einfach mitten in der offenen Fläche sein? Für den Kampf. Ergibt irgendwie Sinn. Ich höre schon die Musik, ja. Okay. Bam, 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 bam. Okay, Mann.
Der kommt Cosmo-Region. Ja, genau. Dann denke ich mal, dass Coral-Region tatsächlich im Gold Saucer-Gegner sein werden. Gigasturm. Nämlich auch. Okay, was wollen wir denn bei dir Schönes machen? Zerstöre seinen Magengegend, nachdem er Steine aufgesogen hat, um ihn Schockern fertig zu machen. Okay, Eis. Gut, dass ich nicht mehr Eis als Schwäche drin habe. So eine Scheiße wieder. Okay. Achso. Ey, da bist du hier so ein Vieh aus Pikmin oder was? Na, warte mal, ich kann mit Yuffie eigentlich gute Sachen machen. Ach, guck mal, Magen. Das ist scheiße. Guckt sie auch wieder aus, oder? Eher nicht so. Naja. Naja. Naja, fasst es gut zusammen. Zum Beispiel auf den Magen. Das schlägt auf den Magen, sag ich euch. Oh, sehr schön. Wobei, warte mal. Ja, schon auf den dann, ne? Okay. Der Rest kriegt er noch so fertig hier. Aua. Hi. Da kommt er angefahren. Der Rabauke. Quite a performance. I'm impressed. As you should be. So, where are you off to now? Unfortunately, Shinra's been making moves to push back against the resistance effort. Once they tighten up the borders, travel's gonna get tough. So, I've decided to head for Wutai while I can. You're going home too, aren't you? No, not yet. I can't. Not until I've gathered lots and lots of powerful materia. I see. Well, try to stay out of trouble. That goes for the rest of you as well. You hear? You're bound to get caught up in the SRC's business at some point or another. You better be prepared. Right. I see in you. Good luck out there, Yuffie. So. Was meint ihr? Neue Quest? Oh, Yuffie ist auch bester Freund jetzt. Bam, 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 bam. Ich sag, wir kriegen keine neue Quest. Ich glaube, wenn, dann wäre das auch schon eingeblendet worden, ne? Sehr schön. Weil auch der Gedanke war, dass wir ja gerade schon den Gegner besiegt haben, der jetzt neu dazugekommen ist. Von daher brauchen wir nicht unbedingt noch eine Quest, sag ich mal, ne? Gut, Leute, dann war es für heute und beim nächsten Mal, ich positioniere mich schon mal, bevor ich beim nächsten Mal nämlich starte, ohne mich vorzubereiten. Und dann, wenn ich direkt vor so einem Dings starte, dann merke ich so, ah ja, scheiße, schnell mal kurz Video öffnen. Ja, okay. Ja, okay, jetzt wirklich immer so dieses, ich muss da noch kurz hinlaufen und deswegen ist der Punkt so ein bisschen weiter weg. Okay, habe ich verstanden. Drop mal was Cooles, Arschloch. So, genau, dann stelle ich mich mal direkt hier hin, dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Gut, ne? Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haben wir irgendwas Schickes Neues in der Anleitung? Nein. Und ja, beim nächsten Mal dann... Ach, Kack-Minispiel. Aber dann haben wir es hinter uns. Bis dahin. Ciao.